In diesem Video soll es um Network Address Translation gehen, kurz NAT oder NAT oder wie auch immer. Diese Übersetzung, also Netzwerkadressübersetzung, übersetzt, Netzwerkadressübersetzung übersetzt, na egal, kommt eigentlich bei jedem zu Hause vor. Ist eigentlich völlig gängig und absolut griffig, an jeder Stelle sichtbar und trotzdem mache ich sie immer erst relativ spät, weil sie meiner Meinung nach, wenn man vom Rest keine Ahnung hat, eigentlich mehr Verwirrung stiftet, als sie klar macht. Deswegen solltet ihr, finde ich, vorher klar haben, was statisches Routing ist, wie Router allgemein normalerweise funktionieren, bevor ihr euch mit dem Thema NAT auseinandersetzt, weil sonst wird es irgendwie wirr, finde ich. Zur Struktur. Wir haben hier ein, ja, sehr stark vereinfachtes Internet. Also diese Kiste hier soll außerhalb eurer eigenen Wohnung stattfinden. Ihr habt in eurer Wohnung einen Home-Router stehen, so heißt der in Packet Tracer. Und von diesem Home-Router geht es dann Richtung Internet, das wäre hier diese Ecke. Und davor hängen jetzt eure Rechner. Also ich könnte hier jetzt auch 10 Rechner dran bauen, aber einer reicht jetzt erstmal exemplarisch. Was ist anders als sonst? Anders als sonst ist, oder als beim statischen Routing normal ist, dass es einen weiteren Home-Router auf diesem Planeten gibt. Wer hätte das gedacht? Potenziell euer Nachbar. Und der hat auch seinen Rechner an diesem Home-Router angeschlossen und beide treffen sich irgendwie im Internet. Besonderheit hier, oder was vielleicht auffällt, ist, die PCs haben plötzlich die gleiche E-Mail-Adresse. Das ist auch irgendwie gar nicht so besonders. Ich mache da jetzt voll das Drama draus, aber auch das ist irgendwie für jeden, weiß, wahrscheinlich völlig normal. Naja gut, mein Router zu Hause gibt mir halt irgendeine IP-Adresse und wenn das jetzt halt 192.168.0.2 ist und bei meinem Nachbarn auch, dann ist das halt so. Also die sind hier nicht eindeutig. IP-Adressen, die auf diesem Planeten nicht eindeutig sein müssen, heißen private IP-Adressen und dafür sind gewisse Adressbereiche abgesteckt. An dieser Stelle würde jetzt Wikipedia oder Google helfen. Wie gesagt, es gibt zwei Klassen, Klasse ist gefährlich, sagen wir zwei Arten von IP-Adressen, sogenannte öffentliche, die sind absolut eindeutig, die werden vergeben durch gewisse Institutionen und es gibt private IP-Adressen, die könnt ihr werfen und durch die Gegend vergeben, wie ihr das möchtet, da hält euch keiner von ab. Und eure Home-Router stellen jetzt quasi die Schnittstelle zwischen diesen privaten Bereichen dar, wo IP-Adressen so nach eigenem Gutdünken vergeben werden dürfen, und diesem ominösen Internet, was für uns alle Neuland ist. Und in diesem ominösen Internet müssen alle IP-Adressen dann doch eindeutig sein. Das heißt, das hier sind öffentliche IP-Adressen, das hier sind private IP-Adressen. Ich will allerdings gar nicht so auf diesem privat-öffentlich rumreiten, darum soll es gar nicht gehen. Es soll nur erstmal um ein offensichtliches Problem gehen, denn wenn ich als PC0 mit einem Webserver kommunizieren möchte, dann muss ich den ja irgendwie adressieren. Und dieser Webserver muss mir ja irgendwie antworten. Und jetzt tun wir mal so, als würden wir nur IPs kennen. Wenn das so wäre, dann würde jetzt erstmal, wenn man statisches Routing verstanden hat oder überhaupt Routing normal verstanden hat, dann müsste dieser Webserver mir antworten, wenn ich ihn frage, indem er als Zieladresse die 192.168.0.2 nimmt. Soweit so gut, soweit so blöd, weil, woher weiß denn jetzt dieser Webserver, beziehungsweise woher wissen diese Strukturen hier, wenn der Webserver auf 192.168.0.2 antwortet, welcher von beiden gemeint ist? Das kann nicht funktionieren, zumindest nicht so. Und jetzt kommt der Punkt, wo die Network Address Translation ins Spiel kommt, denn diese Router tun jetzt etwas, was Router bisher nicht getan haben. Router haben immer standardmäßig auf Layer 2 MAC-Adressen ausgetauscht. Das war überhaupt kein Problem. Es kam ein Paket rein und der Router ersetzte die MAC-Adresse in dem Paket durch seine eigene. Genauer gesagt die Absender-MAC-Adresse durch seine eigene. Auf Layer 3 hat er eigentlich die Pakete immer unbeeindruckt oder unangetastet gelassen. Da stand in dem Paket, was an den Router ging, eine Ziel-IP drin und eine Quell-IP von dem Rechner davor. Und die hat er nicht angepackt und das war alles gut. Das ändert sich genau jetzt. Um das zu zeigen und zu verfolgen, gehe ich jetzt mal wieder in diesen schönen Packet Tracer Simulation Mode, wo man jetzt einzelne Pakete verfolgen kann und schicke mal so ein Paket durch die Gegend. Das heißt, von da nach da schicke ich einen sympathischen kleinen Briefumschlag. Wenn ich das jetzt tue, steht hier ein ICMP-Paket, also im Prinzip ein Echo-Request oder Ping an. Und jetzt gucke ich mal, was passiert. Der läuft
über den Router drüber, läuft zum Webserver, kommt zurück, Webserver antwortet, geht zurück zum Router und geht zurück zum PC. Wir hatten ja gerade gesagt, woher weiß denn jetzt diese Struktur her, wer eigentlich gemeint ist, wenn der Webserver auf 192.168.0.2 antwortet. Und das müssen wir uns jetzt im Detail angucken, indem wir mal in die Adressierung der Pakete reingucken. Das erste Paket, was versendet wird von PC0, ist wie folgt adressiert. Also das Paket, was zuerst von hier zum Router geht, ist adressiert mit 192.168 als Source IP, also PC0 IP-Adresse, soll zu Webserver 14.10.10.40. Soweit so gut, soweit so normal. Layer 2 ist das hier die Absender-MAC-Adresse, also die MAC-Adresse dieses PC0s. Und das hier ist die MAC-Adresse des Default-Gateways, in dem Falle Home-Router. Auch nochmal. Nächster Schritt ist, das Paket landet am Router, wird weitergeleitet zum Webserver. Und jetzt gucken wir uns direkt an, was der Webserver bekommt. Der Webserver bekommt folgendes Paket. Er bekommt an seinem Eingang ein Paket mit der Source IP 14.10.10.10. Das heißt, hier ist nicht mehr die 192.168.0.2 drin, sondern dieser Home-Router ist frecherweise hingegangen und hat die IP-Adresse geändert. Das hatten wir bisher noch nicht. Bei normalen Routern blieb die IP-Adresse immer erhalten. Die haben die nicht angepackt. Jetzt haben wir plötzlich einen Router-Typ, der die IP-Adressen einfach ändert. Genauer genommen ändert er die Source-IP-Adresse jetzt in dem Falle. Ziel-IP von dem Paket, was von da nach da soll, ist natürlich immer noch 14.10.10.40. Denn sonst würde es ja gar nicht ankommen. ICMP Typ 8 ist immer noch der Echo-Request und das hier, wenn man das jetzt verfolgen würde, ist aber an der Stelle nicht interessant. Das hier ist die MAC-Adresse dieses Router-Interfaces, also auf der Internetseite, und das hier ist die MAC-Adresse des Webservers. Und jetzt antwortet der Webserver. Und naja, der Webserver weiß offensichtlich gar nichts von 192.168.0.2 und dementsprechend, und das hier ist der Outlayer, antwortet der da auch gar nicht drauf. Das heißt, die Antwort, die der Webserver auf diesen Ping schickt, geht an 14.10.10.10, an dieses Router-Interface, geht gar nicht an den da. Und als Source, naja, das ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, schreibt der Webserver sich selber da rein. Dieses Paket wird jetzt genommen und landet irgendwann beim Wireless-Router auf der Internetseite, also hier landet dieses Paket, offensichtlich mit der gleichen Adressierung, also 14.10.10.10 wird adressiert, das ist dieses Interface hier. Und Absender ist der Webserver mit 14.10.10.40. Auch das ist jetzt unspektakulär. Wenn das Paket jetzt über diesen Router drüber springt auf dem Rückweg, dann sehen wir aber, dass der Router jetzt wieder in die IP-Adressen eingreift. Das heißt, er ersetzt die Destination-Adresse, die er ja selber eigentlich ist, also nicht die Adresse ist er selber, sondern es ist seine Adresse auf der Internetseite, ersetzt der jetzt ganz frech durch die 192.168.0.2. Als Source-IP bleibt der Webserver drin stehen. Das heißt, wenn das Paket über diesen Router hier springt, wird im Layer 3 die Source-Adresse getauscht. Dadurch weiß dieser Webserver genau genommen gar nicht, wem er eigentlich antwortet. Dieser Webserver, für den existiert nur dieser Router hier. Und das erklärt vielleicht schon mal in Teilen, warum es völlig egal ist, was für IP-Adressen man hier hinter vergibt, weil der hier bombt das sowieso kaputt und trägt seine eigene, ja, öffentliche IP-Adresse ein. Wenn ihr euch das jetzt zu Hause bei euch vorstellt, dann ist es also so, dass jedes Paket, was euren Rechner verlässt und Richtung Internet geht, sobald es euer Haus verlässt, mit der einzigen IP-Adresse, die euer Heimrouter nach draußen hat, adressiert wird. Man könnte es auch rumdrehen, man kann von außen gar nicht sehen, welcher Rechner in eurem Netzwerk gefragt hat. Das ist Fluch und Segen zugleich, denn auf der einen Seite hat das so eine Art Anonymisierungsfunktion oder auch von außen können eure Rechner im Netzwerk gar nicht so richtig erreicht werden. Auf der anderen Seite ist das natürlich vielleicht sogar auch blöd, weil eure Rechner von außen nicht erreicht werden können. Also das heißt, ihr könnt in dem Moment keinen Service mehr bereitstellen. Wenn ihr jetzt selber zu Hause in eurem privaten Netzwerk einen Webserver oder sowas betreiben wollt, den ihr von außen zugänglich machen wollt, funktioniert das erstmal nicht. Und wir müssen da noch ein paar Maßnahmen ergreifen, damit das wieder geht.
Aber grundsätzlich haben wir hier die einfachste Version von NAT vorliegen. Und NAT an dieser Stelle heißt jetzt wirklich einfach nur, dass es ein Gerät gibt, was da heißt NAT-Router oder NAT-Router, was in der Lage ist oder nicht in der Lage ist, was einfach so frech ist und IP-Adressen tauscht, Source-IP-Adressen austauscht. Das ist NAT. Und in den nächsten Videos wird es jetzt ein bisschen komplizierter.